In diesem Jahr ist die Karnevalspredigt zu einem anderen Zeitpunkt eine Woche früher, liebe Schwestern und Brüder. Und meine Mütze mit dem FC-Zeichen, es ist ein Hoffnungszeichen angesichts eines schwierigen Spiels, das mein Verein heute Nachmittag leisten wird. Liebe Schwestern und Brüder, die Wahrheit zu sagen ist etwas, das musst du wagen. Doch viele Menschen weit und breit haben's nicht mit Wahrhaftigkeit. Drei Menschen in diesen Tagen, ja, bitter ist es zu klagen, die warfen hin ihr Amt, da bebte unser Land. Ein Trainer mit Weltmeisterung, der wollte es nicht mehr tun. Der Klinsi sagte, jetzt ist es genug, ich springe ab vom Hertha-Zug. Der sagte, Trainer will ich nicht mehr sein, nur das Spielen, das ist mir zu klein. Ich bin doch ein Großer, das ist doch klar, und wer das sich sieht, der ist nur ein Narr. Wer nicht merkt, dass ich bin der Größte, tja, der kommt aus der Wüste. Vielleicht gehe ich ins Reich der Scheichs. Berlin, das ist mir zu klein, mir reicht's. Jürgen Klinsmann, der war mal eine Nummer, doch heute, da macht er nur Kummer. Den Mund, den nimmt er voll, dabei ist der doch gar nicht so toll. Beim Klinsi ist der Mut zwar groß, doch glaub ich, zu groß ist die Hose. Da passt er nicht rein, nein, der ist zu klein. Berlin ist schön, die Regierung ist da, dort ist auch unsere Flinten-AKK. Die Annegret, die meinte es gut, doch letzte Woche, da nahm sie den Hut. Sie kommt aus dem Land der Lioner und Schwenker, sie war mal der Saarländer Weltenlenker. Mit viel Hoffnung wurde sie gewählt, doch nun, da ist die Birn geschält. Sie konnte fast alles, gar keine Frage, man hörte zunächst auch gar keine Klage, doch schnell war ihr Pulver verschossen, das erkannten nicht nur die Genossen. Manche ihrer Witze, die kamen nicht an, die Macht ging verloren sehr schnell dann, und steht sie im Regen, weg ist der Segen. Die AKK, die tut mir echt leid, sie trägt nun das bittere Verliererkleid. Die, die ihr gestern wünschten das Glück, sagen heute und tritt doch bald zurück. Politik, tja, das ist ein trauriger Laden, da beißt der eine der anderen gerne in die Waden. Vorne hui, hinten pfui, das ist die Regel, schämt euch nur, ihr alten Politikerpflege. AKK tritt nun zurück, vorbei ist der Saarländer Glück. Auch ihr fehlte zum Schluss der Mut, das Amt, das tat ihr nicht mehr gut. Jesus sagt uns, groß sei euer Herz, vergesst niemals des nächsten Schmerz. Wenn ihr handelt nach diesem Gebot, dann kommt ihr aus aller Not. Unsere Staatsmänner und Frauen, die sollten darauf mal schauen, sollten sehen der Menschen Not, dann ist wieder alles im Lot. Zum dritten in dieser Woche, der trat zurück. Zum einen, der sich sonnte einstmals im Glück. Vom Strand der Mosel wechselte er zum Isarfluss. Er ist ein Mann auch des Genuss. Hier trug er nur Lila, nun ziert ihn dort der Purpur. Viele fragten, tja, wo will der noch einmal hin nur? Manche munkelten sogar, nach Rom, da will er hin für wahr. Doch muss ich euch sagen, ich will diesmal nicht klagen. Der Reinhard hat sich gewandelt gar, wollt wirklich was ändern, auch das ist wahr. Er sah die Not der Christen heut, er sorgte sich um die Nöte der Leut. Er wurde ein Hirte den Menschen ganz nah, er war als Bischof für alle da.
Er hatte den Mut zu streiten mit Rom so sehr, da wackelte an der Isar der Dom. Wir hofften, er wäre der Reformer ganz frei, doch mit dieser Hoffnung, tja, da ist es wohl nun vorbei. Max Reinhardt, er tritt nicht mehr an, Vorsitzender der Bischöfe, er nicht mehr sein kann. Wohin soll's nun gehen, so fragen viele, was ist nun der Zukunft Ziele? Die Themen, sie brennen uns unter der Haut, ein Weiser, der mutig in die Zukunft schaut. Nein, den Rückwärtsgewandten geben wir ein Versprechen, uns Mutigen, uns könnt ihr nicht brechen. Wir kämpfen weiter Tag für Tag, egal was immer da kommen mag. Wir kämpfen für eine Kirche offen und frei, in der Mann und Frau wirklich gleichberechtigt sei. Eine Kirche, die Mut zu wagen, allen Menschen zu sagen, bei uns ist gut Leben, denn alle, wirklich alle, stehen unter Gottes Segen. Ob Rom oder Köln, München oder Trier, als Christen da stehen, vereint wir alle hier. Wir zwar ganz unten, doch sind wir ganz viele, ohne uns da oben kommt ihr überhaupt nicht zum Ziel. So seid, ihr lieben Leut, gesegnet heut, habt Spaß an der Freud, genießt die tollen Tage, egal was ich auch sage. Seid froh und das mit Bedacht, so wird die richtige Fassenacht gemacht, mit Lärm oder ohne Radau, Alaaf und Hilau.